Ja, hallo liebe Leute, willkommen zurück bei Ein Leben und ein Tod. Wir sind wieder zurück und zwar, ja, diese Woche gibt es drei Folgen. Diese Folge hier wird etwas kürzer sein. Das liegt einfach daran, dass wir auf jeden Fall uns verplant haben, beziehungsweise ich mich verplant habe, nicht ihr, sondern es war ja eher mein Problem. Denn ich habe gedacht, heute wäre Donnerstag. Ja, es ist halt einfach mal so. Naja. Und statt uns zu ärgern, dass Donnerstag ist, haben wir uns einfach gedacht, wir machen einfach eine weitere Folge. Genau. Wir bringen einfach noch eine dritte Folge raus diese Woche. Und ich denke, ihr werdet mir da nicht böse sein. Wir werden viel Spaß haben. Wir werden einfach ein bisschen quatschen und ein paar Infos austeilen. Denn ich habe mich jetzt endlich dazu entschlossen, den Trailer soweit fertig zu machen. Der ist nun in der finalen Version vorrätig. Das heißt, der ist schon bei YouTube hochgeladen. Ihr könnt ihn nur nicht sehen. Ja, ihr könnt ihn nicht sehen. Der ist nämlich nicht gelistet. Der wird erst am Freitag, also morgen, wenn das Video hier rauskommt, ist dann quasi der Tag vor dem Livestream. Und im Livestream werde ich euch den dann quasi erstmalig präsentieren. Und ihr könnt euch einschätzen, wie ihr ihn findet. Das ist dann quasi eine Live-Bewertung, was ihr davon haltet. Und gleichzeitig wird er dann auch, während ich das Video abspiele, auch bei YouTube veröffentlicht. Das heißt, ihr könnt dann ganz normal dort nochmal bei YouTube reinschauen und dieses Video quasi bewerten. Ja, warum mache ich das? Ganz einfach. Ich möchte, dass ihr ein bisschen überrascht werdet. Ich habe dann auch noch ein paar Intro-Trailer von meinen alten Trailern vorbereitet, die ich dann halt vor meinem eigentlichen Livestream nochmal spielen werde. Ihr kennt ja das eine Video schon zur Einleitung. Das wird sich jetzt in dem Fall nicht ändern. Ich habe die Woche an dem anderen Video gebastelt, was natürlich auch ziemlich viel Zeit beansprucht hat. Und ja, ich habe eure Bewertung beziehungsweise euren Ratschlag für die Videos mit einbezogen. Das heißt, ich habe ein Video von Avonaccio mit drin, da wo man ein bisschen Avonaccio sehen kann, ein bisschen was von seinem, nicht ganz so viel. Ich habe da nicht ganz so viele gute Szenen für den Trailer gemacht. Ich habe nur eine Minute Zeit für so einen Trailer. Länger sollte der nicht sein. Wie soll man sagen, aus fachmännischen Kreisen habe ich das so gehört. Das heißt, wenn er länger als eine Minute ist, wird es uninteressant. Und deswegen musste ich mich für ein paar Szenen entscheiden. Ich glaube aber, der ist auf jeden Fall gut gelungen. Ich habe mich da mit zwei Trailern quasi geäugelt. Den einen Trailer habe ich aber verworfen. Das heißt, dieser erste Trailer, den ich gemacht habe, ich habe jetzt den zweiten Trailer schon. Der erste Trailer war von der Musik her nicht so toll und auch von der Performance nicht so toll. Also von dem, wie es rüberkommt. So die Botschaft ist nicht so toll. Wenn ihr den aber sehen wollt und unbedingt mal anschauen wollt, dann tut mir doch einfach den Gefallen, dass ihr morgen im Livestream einfach mich kurz darauf ansprecht. Dann werde ich ihn kurz einblenden und ihr könnt euch den mal anschauen, weil ich den nicht unbedingt hochladen möchte. Dafür ist er einfach nicht gut genug. Das ist quasi, ja, der ist wirklich. Mein Geschmack trifft er nicht. So, ich habe ihn zwar fertig gemacht, er ist auch völlig konform mit einer Regel, nämlich, dass man eine kreative Sache, die man halt beginnt, auch beenden sollte. Egal, was da rauskommt, einfach um daraus was zu lernen. Und das habe ich auch getan. Ich habe daraus gelernt. Oh, ganz schön viele, ne? Ich habe daraus auf jeden Fall was gelernt, nämlich, wie man es nicht macht. Also, wie man bestimmte Sachen vermeidet. Weil es ist immer so ein Problem. So, ein Problem ist es vor allem deswegen, weil. Waren da gerade nicht noch 5 Minuten? Das sind das schon 6 Minuten. Ah, ich glaube deswegen auch Zwergenschelde. Du hast wahrscheinlich dasselbe Problem wie ich habe.
Du legst zwar genug Holz rein für den Prozess, aber das hier geht irgendwann wieder nach oben. Ich weiß nicht wieso. Also ich denke mal, diese Anzeige hier ist verbuggt. Also dass da quasi irgendwo ein Problem ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Und ich möchte es auch nicht ausschließen. Und deswegen... Deswegen denke ich mal, dass da ein Problem bei dem Spiel auf der rechten Seite herrscht. Nicht, dass man irgendwo hingeht und dann craftet es nicht mehr. Sondern ich glaube einfach, dass die Problematik besteht, dass rechts die Zeit nicht richtig angezeigt wird. Du legst zwar genug Holz rein, aber es, wenn du wiederkommst, ist meistens noch was drin. Ja, also das... Zumindest jetzt ganz kurz zu dem Trailer. Wir haben morgen den Livestream, also nicht heute Abend. Ich hatte, wie gesagt, das eine Video eigentlich für heute geplant. Dann hatte ich es mich verklickt, also nicht verklickt, sondern ich habe einfach gestern Morgen gedacht, der Trailer müsste jetzt raus. Ich hatte mit Omna aufgenommen, Omega 5000, und dementsprechend kam es dann zu der Situation, dass ich dann gedacht habe, oh, da ist ein Hund. Die Nachthorden werden immer schlimmer. Lässt immer meine Hütte in Ruhe? Macht ja nicht das Grab kaputt, das ist teuer. Lauft schön vorbei, sonst kriegt er einen auf die Schnauze. Geht doch. Beobachten, ob sie sich an die Regel halten. Hab keinen Fell mehr. Toll. Ja, auf jeden Fall ist das eine sehr coole Sache. Also ich freue mich da tierisch, dass wir uns da über 100 Abonnenten und dass das Ganze so läuft, wie es läuft. Dass die Leute sich für das Thema interessieren, ein Leben und ein Tod, also ein bisschen schwieriger zu spielen. Dass die Diskussion etwas entfachen und sich die Leute auch miteinander unterhalten. Dass es alles ein bisschen lustiger wird. Also dass die Leute sich wirklich mal Gedanken machen über das Spiel, über das, wie man es halt spielen kann, über vielleicht einen Schwierigkeitsgrad zu erhöhen ist. Das ist cool. Finde ich einfach nur geil. Oh, Entschuldigung. So, und ich hoffe auch, dass wir da auf jeden Fall mehr in Zukunft hinbekommen werden, wenn die Funpimps jetzt die Alpha 11 quasi ja, releasen. Diesen Monat wird wahrscheinlich Ende des Monats sein. Wird auf jeden Fall März sein, bin ich mir sicher. Ist natürlich nirgendwo bestätigt, aber ich bin mir fast sicher, dass Ende März dann das Spiel released wird und wir dann das auch in dem Genuss bekommen. Wir werden jetzt noch ein paar Rebuff-Frames machen. Ich brauche die Rebuff-Frames, denn wir wollen ja auch die... Wir wollen ja auch die Zeit nutzen, um dann auch ein bisschen was zu bauen. Das werde ich morgen wahrscheinlich offscreen ein bisschen machen und euch dann das Ergebnis mal präsentieren. Und bin noch nicht sicher, wie ich das mache, ob ich das mit aufnehme oder nicht. Morgen wird dann auch ein Video produziert. Da hat nämlich auf unserem Community-Server sich der Ghost etwas gebaut. Da haben wir uns für morgen verabredet. Das heißt, morgen kommt da ein Video von seinem Grundstück, von seinem Hab und Gut. Und da würde ich euch bitten, auch da genauso einzuschalten wie in den anderen Projekten. Einfach mal zu schauen, was andere so herstellen wollen und tun und können und möchten. Und ja, ihr wisst ja. So, wo hatte ich denn die Grasfaser? Na, ich spiele zu wenig. Ach ja, hier. Legen wir mal so rein. Das wird auch eine sehr lustige Sache morgen, dass wir da ein bisschen die Gegend unsicher machen bei uns auf dem Server.
Craft-Time habe ich ja auf 100%. Das heißt, ich brauche immer ein bisschen länger als die anderen alle. So. Das heißt, in die Munitionskiste können wir jetzt noch ein bisschen die Bullet-Tipps machen. So. Und am besten noch so. Die tue ich hier oben hin. So. Die Blätter. Das ist auch ganz wichtig. Wir machen jetzt hier das Holz raus. So. Und die Mold raus. Wir nehmen jetzt die andere Mold. Wir brauchen noch ein bisschen Buckshot. Und deswegen machen wir jetzt hier die Mold rein. Wir nehmen noch ein bisschen das rein und craften noch ein bisschen von dem Zeug. Kohle. So. Ich denke mal, das klappt. So. Ja. Passt. Munition mehr einstellen. Die rennen ja voll auf meine Bude. Nehmen wir eine Pistole. Komm her. Ich treffe heute mal nicht. Trickrohre. Die wollen auf jeden Fall den Bogen einführen. Habe ich jetzt schon die erste Funktion gesehen. Und die Armbrust soll ein Rezept werden. Das wird auch eine lustige Sache. Das heißt, man muss mit dem Bogen auch dann ein bisschen höher zielen, wenn man weiter weg schießt. Wahrscheinlich, so wie es aussah. Das wäre cool. Also das wäre echt sehr, sehr nice. So, noch ein Stück höher. Na komm, du. Da steht da hinten. Jetzt noch. Mann, verloren. So. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Die Zombies sind wieder weg. Ich muss hier unten mal die Dinger wieder upgraden. Und ich kann wieder hochgehen. Also, ich muss mich dran gewöhnen, dass die andere Seite jetzt ist. So. Wir haben hier noch ein paar Bullet-Tipps. Und das sollte auch reichen. Wir werden jetzt noch ein bisschen Schrotflintenmunition machen, denn wir wollen ja natürlich in die Stadt gehen. Am Freitag. Es wird halt eine lustige Runde. Ich glaube, das wird sehr lustig. Leider kann Wusel nicht dabei sein. Aus privaten Gründen. Das werden wir aber nachholen. Also das heißt, das ist nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben.
So, wir gucken mal, ob unsere Erde fertig ist. Ja, Kartoffeln. Da kann ich gleich neue Kartoffeln anpflanzen. Mit denen jetzt mal hier hin. So. Vielleicht so. Genau. Jetzt können wir mal hier Kartoffeln abernten. Müssen nur aufpassen, dass der Platz ausreicht, sonst sind die Kartoffeln weg. Sind dann immer zwei Potatoes pro Pflanze, aber du kriegst natürlich vier pro Körner, also Saatgutgewinnung wieder raus pro. Das heißt, man kann sagen, dass man echt viel gewinnt, statt was zu verlieren. Ich muss das jetzt nicht ausrechnen, aber das ist schon ordentlich. Ja, komm, gib mir die Seiten. So, den Kaffee. Mais habe ich ja noch genug. Da habe ich noch die Kiste unten und im, ich glaube, im Kühlschrank. Einiges. Wir werden jetzt mal nur die Potatoes anpflanzen. Also hier besonders viel Potatoes. Und das sollte sich dann eigentlich ausgehen. Wir müssten mal. Ja, das ist eine gute Frage. Was tun wir jetzt runter? Ich nehme das mal runter und das runter. Damit wir das hier einsammeln können. Halt immer nur ein Golden Flowers in dem Fall, aber das ist ja ausreichend. So, liebe Leute, willkommen zurück bei Ein Leben und ein Tod hier im kurzen Infovideo. Ich habe jetzt mal die ganzen Dinge hier wie neu angesammelt und zwar mal mit vorwiegend oder überwiegend mit Kartoffeln, denn wir wollen ja im Livestream wieder in die Stadt und mit stinkenden Sachen sollte man da nicht hingehen, das wissen wir ja, sonst kriegt man die Hucke voll. Ja, was gibt es noch zu sagen? Wir werden auf jeden Fall den morgigen Abend hoffentlich anruffrei beginnen und auch beenden. Das liegt aber nicht an mir, sondern ich habe ja Rufbereitschaft die Woche, nur als Information. Ich habe halt sehr wenig Zeit. Ich habe die Zeit, die ich nutze, wirklich relativ in den Kanal und halt auch in andere Bereiche von YouTube gesteckt. Also viel in eurem Bereich. Privat eher nicht viel gemacht, weil war ja eh in der Rufbereitschaft. Das heißt, ab 18 Uhr bis um 7 frühs bin ich telefonisch der Gelackmeierte. Und muss halt auch ins Telefon gehen, wenn es sein muss. Und das ist halt in dem Fall so. Und deswegen musste ich auch gerade ins Telefon. So, also. Ja, 18 Uhr nehme ich auf. Das ist eigentlich total bekloppt, aber ist halt manchmal so. So, also, das heißt, wir haben mehrere kleine Sachen vor. Ich wiederhole einfach nochmal, was ich eigentlich hätte heute in dem anderen Video. Also, Wuseline kann leider nicht da sein, denn leider krankheitsbedingt und privat nicht möglich, mit uns zu spielen. Das ist einfach momentan nicht möglich. Hat sich kurzfristig entschieden. Dann habe ich vor mit Omega, der wird etwas später kommen. Dann wird Multibiller wieder dabei sein. Ich hoffe, der kommt pünktlich, wissen wir noch nicht. Und wir haben noch wahrscheinlich den lieben Sascha dabei. Und der Sascha wird dann wieder kommentieren, hoffe ich. Mal gucken, wie das wird. Ja, das entscheidet sich aber alles erst morgen. Der liebe Sascha hat mir nämlich noch nicht geschrieben. Das heißt, wird wahrscheinlich dann morgen, wenn das Ankündigungsvideo kommt, kommt dann zusätzlich zu diesem Video noch ein kleiner Trailer. Wird von dem Daten her nur geändert, aber das ist fast derselbe oder eigentlich derselbe wie letzte Woche. Da schaffe ich, wie gesagt, nicht einen neuen zu machen. Ist eigentlich auch nicht so wild, denn es soll ja nur so eine kleine Ankündigung sein. Andere machen da nur einen Schriftzug rein. Ich mache halt ein bisschen mehr. So, dann haben wir hier vor, jetzt auf jeden Fall noch schnell Buckshots zu machen, also richtig viel Munition. Und zwar brauchen wir dafür noch dieses Schwarzpulver. So, wir nehmen einfach ein bisschen mehr, ist egal. Und machen wir ein paar Shotgun Shells. 320 Stück. Das ist eine sehr gute Sache. So,
Wir müssen auf jeden Fall noch die ganz große Munition machen für die Sniper. Der Multi hat da welche einstecken. Die Sau hat es mir nicht wiedergegeben. Wie auch immer. Und ja, ich bereite noch ein bisschen was vor. Ihr wisst ja, eigentlich so jetzt die letzten Wochen wird nicht mehr so viel im Let's Play passieren. Ich werde jetzt wahrscheinlich mit Omega nochmal ein bisschen was aufnehmen. Das mit Onkel Argyle ist momentan ja zu Ende. Die letzte Folge kam jetzt am Montag. Könnt ihr euch ja nochmal anschauen. Und naja, schade eigentlich, aber ist so. Entschuldigung. So, dann. Telefon aus. So. Also, Ruhe. Ja, jetzt kommen wieder die Zombies. Jetzt, wo ich hier, ne? So, das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall die Folge hier beenden. Ich werde erstmal den Tee, den Kaffee wegtun. So. Das heißt, oh, man kann ihn ja richtig hochstapeln mittlerweile. Wäre auch schön. So, das kommt ja eigentlich hier unten. Hier oben. Hier rechts hin. Genau. So. Nein, so rum. Alles klar. So, dann hätten wir das. Das ein bisschen platzsparend. Da kommt eine Riesenhorde. Oh ja. Da werden wir noch ein bisschen Spaß haben. Und ein bisschen Munition verballern. Kommt her. Ja, Headshot. Headshot. Noch ein Headshot. Na komm her, fall um. Na, wie geht's euch? Hallo. Ja, ist ja gut. Mal ein bisschen unsere Kills hochmachen. Ja, komm, 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 komm. Nicht da unten rumtanzen. Was machst denn du? Hier oben bin ich. Fallen, fallen. Die Viecher. Aber das ist hier, wie gesagt, keine Kunst mehr. Denn das ist eigentlich schon. Kunst mehr. Die können nix. So, das war's schon wieder. Deswegen freue ich mich so ein bisschen auf die Alpha 11. Da sollen ja die Zombies ein bisschen härter werden. Das ist ja hier langweilig, oder? Was sagt ihr? Also, es verteidigt sich quasi von alleine. Ich brauche eigentlich gar nichts mehr machen und ja, mal rausgehen, reparieren. Das ist das Einzige. Ansonsten ist hier nichts mehr zu tun. So, da hinten ist ein Zombie, der rumschreit, weil die Sucher sind. Ja, sollen sie machen. Sollen sie mich suchen. Viel Spaß. Könnt ihr gerne Horde suchen oder holen. Vielleicht könnt ihr mich dann ein bisschen töten. Es ist mich langweilig, klar. Ich habe es mir ausgesucht. Aber, mein Gott. So, da hätten wir schon mal drei Schrotflinten voll gemacht. Wir haben zwar nur zwei, aber egal. Wir können ja welche herstellen. Ja. Auf jeden Fall welche herstellen. Die zwei Teile haben wir. Das genau. TNT muss man machen, beziehungsweise die Pipe Bombs. Kann ich immer hier ungefähr so
so viel reinlegen, dass da auch Pipebombs gemacht werden können. So. Dann hätte ich da schon mindestens ein bisschen mehr Ordnung. Schwarzpulver kommt da noch rein. Ja. So, meine Lieben, und das war's eigentlich schon von der Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, ein Leben und ein Tod im Livestream. Und ich freue mich ganz besonders auf euch, denn wieder einschaltet. Und vielleicht wird es ja auch was. So. Ja, ich werde unten mal so ein Thumbnail nehmen aus dem gerade abgeschossenen Zombies, wie sie da unten liegen. Ich denke, das wäre cool. So, oder ich hole mir da unten so einen Erich von Nahen. Ne, mal gucken. Ich werde mal gucken, wer so ein Thumbnail ich nutze. So, eigentlich könnte ich ja mir anfeuern und dann einfach mal einen Screenshot machen. Bin auch blöd, ne? Kommt da rein. So. Ja, das ist doch mal ein cooles Thumbnail. Das mache ich. Gut, da danke ich euch, liebe Leute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, ein Leben und ein Tod. Danke und tschüss.